ist das ja auch hier flach. So gerade. Westerstede Florian 160 kommen. Steine, die wie die Ziegelsteine sind, so wegfliegen und dann aber abgeplatzte und dass ich so ein paar Sachen gerade habe. Mhm. Und dann haben wir das auf Projektor. Und dann habe ich praktisch nur die Linien übernommen und male die jetzt aus wie Weihnachtszahlen. Das Fahrzeug in der Mitte ist das gleiche, was ich jetzt in groß male. Und ich hatte jetzt noch die Idee, ich werde hier eine Tapetenbahn hinsetzen und dann male ich dir die fliegenden Steine und ich bin davon überzeugt, dass du das doof finden wirst. Und dann, wenn wir das doof finden, brauchen wir nur die Tapetenbahn wieder wegmachen und wir haben keine fliegenden Steine. Wegen der Steine? Wenn die dran sind an der Wand und wir stellen fest, das macht immer das Auto, das Fahrzeug jetzt kaputt, so von der Optik, dann sind die Steine dran. Wenn ich das erst dir vormale an der Bahntapete. Ach, du wolltest jetzt sozusagen nur das Auto und gar nichts mehr machen. So, und dann klebe ich da eine Tapetenbahn und dann male ich die fliegenden Steine und alles das, was dazu gehört. Und dann kannst du sehen, gefällt mir, dann male ich die Steine an die Wand. Aber wenn du sagst, nee, das wirkt jetzt doch irgendwie nicht so, dann brauchen wir nur die Tapete abnehmen und haben die Steine. Hallo, ich wollte mich kurz zurückmelden. Mein Bild von der Feuerwehr Husbeke der Unimog ist jetzt fertig. Ich habe 43 Stunden dafür gebraucht und wollte euch jetzt einmal zeigen. Wenn jemand Interesse daran hat, dass ich auch für jemanden ein Bild malen kann, ich bin auf Facebook zu erreichen unter Sandra Dreier oder auf meiner Homepage www.diekunstdermalerei.de. Viel Spaß wünsche ich euch beim Anschauen. Tschüss!